Hallo, ich heiße Anne Bartmann und ich zeige euch heute, wie ihr sehr schnell ein gesundes Essen mit Gemüse kochen könnt. Wir wissen alle, Obst und Gemüse sind sehr gesund, aber manchmal haben wir vielleicht keine Idee, welches Essen wir damit kochen können. Diesmal zeige ich euch ein einfaches Essen mit Paprika und Zucchini. Ich brauche Paprika, Zucchini, Nudeln und etwas Olivenöl. Ich bringe einen großen Topf voll Wasser zum Kochen. Wenn das Wasser kocht, gebe ich einen Teelöffel Salz hinein. Und dann meine Nudeln. Ich muss die Nudeln manchmal umrühren. Auf der Packung steht, wie lange die Nudeln kochen müssen. Ich probiere einfach zwischendurch mal. Wenn die Nudeln fertig gekocht sind, gebe ich sie in ein Sieb und stelle sie zur Seite, bis ich sie brauche. Obst und Gemüse soll man immer waschen. Ich wasche also die Paprika und die Zucchini. Ich stelle eine große Pfanne auf den Herd und gebe etwas Olivenöl in die Pfanne. Dann putze ich die Paprika. Putzen heißt beim Gemüse, dass ich alles wegschneide, was man nicht essen kann. Bei der Paprika muss ich den grünen Stiel und alle weißen Stellen innen entfernen. Auch die Kerne kann man nicht essen. Dann schneide ich die Paprika in Stücke und gebe sie in die Pfanne. Ich stelle die Herdplatte auf mittlere Hitze. Bei der Zucchini schneide ich beide Enden ab. Dann schneide ich sie der Länge nach durch. Und noch einmal. So habe ich lange Streifen, die ich leicht in Stücke schneiden kann. Die gebe ich auch in die Pfanne. Und dünste das Gemüse. Dünsten heißt, ich gare das Gemüse, ohne Wasser dazu zu geben. Das Wasser, das im Gemüse enthalten ist, reicht aus. Das Olivenöl sorgt dafür, dass das Gemüse nicht anbrennt. Ich muss immer mal wieder umrühren. Nach 10 Minuten ist das Gemüse etwas weicher geworden. Jetzt gebe ich etwas Salz und Pfeffer darüber. Ich rühre noch einmal gut um und kann dann die gekochten Nudeln dazugeben. Meine Nudeln kleben gerade etwas zusammen. Deswegen gebe ich einfach etwas Wasser darüber. So kann ich alles wieder leichter rühren. Und schon sind meine Gemüsenudeln fertig. Das Rezept findet ihr im Text unter dem YouTube-Film. Das gleiche kann man übrigens auch mit anderem Gemüse machen. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit! Andere leckere Kochrezepte findet ihr in meinem Kochbuch und immer mal wieder auch auf diesem YouTube-Kanal. Ihr könnt das Kochbuch für 3 € bei mir bestellen. Schreibt einfach eine Mail an a.bartmann@bistumlimburg.de.